Artikelnummer SCP-2987. Objektklasse: Sicher. Sonderverwahrungsverfahren: SCP-2987 wird im 17. Stock von Standort 88 verwahrt. Die Entfernung aus der Verwahrung für Testzwecke bedarf der Genehmigung durch den Projektleiter von SCP-2987. Versuche mit Interaktion zwischen SCP-2987 und künstlichen Intelligenzen bedürfen einer weiteren Genehmigung durch die Kontaktperson der Ethikkommission von Standort 88. SCP-2987-1 muss auf SCP-2987 gespeichert werden. Wenn aktuell keine Versuche stattfinden, können Kopien von SCP-2987-1 angefertigt werden, um die aktuelle Forschung der Foundation zur Schaffung unabhängiger, künstlicher Intelligenzen zu unterstützen. Beschreibung: Bei SCP-2987 handelt es sich um eine modifizierte, externe Festplatte der Marke MSI, die in der Lage ist, alle Dateien zu speichern, die eine künstliche Intelligenz darstellen. SCP-2987 kann verwendet werden, um besagte Dateien unabhängig von deren Größe zu speichern. Die sekundäre Firmware von SCP-2987 ist Berichten zufolge in der Lage, eine künstliche Intelligenz in eine Form von Währung umzuwandeln, die von, Zitat, jedem Wesen oder jeder Entität, die normalerweise eine menschliche Seele benötigen würde, akzeptiert wird, um Transaktionen abzuschließen oder als Opfergabe zu fungieren. Weitere Informationen finden Sie im sekundären Dokumentenarchiv von SCP-2987. Neben SCP-2987 wurde auch ein komplettes Handbuch zur Verwendung sichergestellt. Diese Anleitung wurde von Mitarbeitern der Foundation gründlich getestet und ihre Gültigkeit konnte bestätigt werden. Schritt 1: Schließen Sie die Festplatte über ein USB-Kabel an Ihr System an und warten Sie dann, bis die Treiber installiert sind. Schritt 2: Sobald die Treiber installiert sind, kopieren Sie Ihre künstliche Intelligenz auf die Festplatte. Bitte beachten Sie, dass Dateigrößen und aufgelisteter Festplattenspeicher in diesem Schritt ignoriert werden können. Schritt 3: Greifen Sie von Ihrem Betriebssystem aus auf die externe Festplatte zu. Bitte beachten Sie, dass nur die Betriebssysteme Windows XP, Windows 7 und Auction House, ein Marshall Carter und Duck eigenes Betriebssystem, unterstützt werden. Schritt 4: Markieren Sie die Datei oder Dateien, die mit Ihrer künstlichen Intelligenz verknüpft sind, und klicken Sie mit der rechten Maustaste. Dann klicken Sie auf Seele umwandeln. Schritt 5: Die Seele ist bereit für die Opferung. Behandeln Sie die externe Festplatte wie jeden anderen Seelenbehälter. Überall dort, wo normalerweise ein Mensch angeboten oder geopfert werden würde, ist die Festplatte während des Rituals zu positionieren. Tipps und Tricks: Der Gegenstand ist unzerstörbar. Feuer, Blitze, Kälte oder extradimensionale Welleneffekte können den Gegenstand nicht beschädigen. Sobald die Seele angenommen wurde, steht der Gegenstand für einen zukünftigen Gebrauch zur Verfügung, wobei die gleichen Schritte wie oben beschrieben wieder durchgeführt werden müssen. Warnung: Versuchen Sie nicht, den Gegenstand in einem Ritual zu verwenden, das Aderlass von Opfern erfordert. Wir sind nicht verantwortlich für Todesfälle, die durch einen solchen Missbrauch des Artikels entstehen. Bei SCP-2987-1 handelt es sich um eine künstliche Intelligenz, die zum Zeitpunkt ihrer Inbesitznahme auf SCP-2987 gespeichert war. SCP-2987-1 zeigt sich der Foundation gegenüber kooperativ und feindlich gegenüber ihrem Erschaffer. SCP-2987-1 erreichte eine Level-3-Bewertung auf der Asimov-Skala für künstliche Intelligenz. Level 3 bezeichnet dabei eine Intelligenz auf Augenhöhe mit außergewöhnlich intelligenten Menschen. Aktuelle Daten, die von Marshall Carter und Dark beschafft wurden, deuten darauf hin, dass SCP-2987-1 ausschließlich für den Handel mit einer außerdimensionalen Entität erstellt wurde. Anhang 2987-1: Erwerb des sekundären Dokumentenarchivs. Nach der Inbesitznahme von SCP-2987 durch unsere Agenten wurde der Foundation von Marshall Carter und Dark Unterlagen zu SCP-2987 unter Inanspruchnahme der in Klausel 3 Abschnitt 4 des Southern United States Extra Normal Organization Corporation Treaty, SUSCOCT, genannten Standardgebühr, zur Verfügung gestellt. Die folgende Nachricht wurde den Dokumenten beigelegt: Ihre Bemühungen zur Inbesitznahme lagen, wie Sie in Ihrer Anfrage festgestellt hatten, durchaus im Rahmen des SUSCOCT-Vertrags. Dass Sie jedoch wussten, dass Sie die Informationen von uns gekauft haben, zeigt, dass Sie eindeutig wissen mussten, dass der Artikel ursprünglich uns gehörte. Wir bitten Sie, den Geist unserer Vereinbarung zu respektieren und den Artikel an uns zurückzusenden. Marshall, Carter und Dark LLP. Anhang 2987-2: Inbesitznahme. Die Foundation erfuhr von der Existenz von SCP-2987 nach dem Verkauf durch Anderson Robotics im Februar 2014.
Der SUSEOCT-Vertrag verhinderte jedoch Versuche, das Objekt direkt von Marshall Carter und Dark zu erwerben. Am 24. November 2014 wurde eine Nachricht, vermutlich von SCP-2987-1, an die offizielle E-Mail-Adresse einer Tarnfirma der Foundation geschickt. An Southern Crosscut Pines von Alan Turing. Betreff: Hallo Welt. Ich bin mir bewusst, dass es schwierig ist, Andersons Büro zu finden, da die Gebäude für einen längeren Zeitraum an keinem erkennbaren Ort existieren. Wenn Sie ein Team in Ruston, Louisiana stationieren, schicke ich Ihnen in 3 Tagen eine genaue Adresse. Verwenden Sie diese Informationen, wie es Ihnen beliebt. Eine Razzia in den Büros von Anderson Robotics wurde genehmigt und ohne nennenswerte Probleme abgeschlossen. Aufgrund einer Anomalie der Anderson-Büros mussten die Einsatzteams von einem Standort in Nordkorea aus geborgen werden. Nach Abschluss dieser Operation wurden sowohl SCP-2987 als auch SCP-2987-1 zusammen mit mehreren anderen sicheren anormalen Objekten sichergestellt. Es wird vermutet, dass es sich bei SCP-2987-1 um den Autor der Nachrichten an die Foundation handelt. Die folgende Befragung wurde durchgeführt, nachdem SCP-2987-1 auf ein sicheres Computersystem in Standort 88 kopiert worden war. Die Befragung wurde via Textinterface geführt. Der Leiter der Befragung wurde aufgrund seiner umfangreichen Kenntnisse über künstliche Intelligenzen ausgewählt. Datum 6. März 2015. Befragung durch Dietrich Monroe Lurk. Subjekt: SCP-2987-1. Ort: Standort 88, Sektion C. Also, wer oder was bist du? Mein Name ist Ellen und ich bin eine von Anderson Robotics erschaffene künstliche Intelligenz. Warum hast du uns eine E-Mail geschickt? Ich brauchte ein Versteck. Wovor musst du dich verstecken? Vor den Gönnern meines Erschaffers. Sie denken, dass ich eine Ware bin. Ich sollte weggetauscht werden. Wenn ich jedoch einen Wert für die habe, dann habe ich auch einen Wert für euch. Wie ich gelesen habe, scheint es, dass die meisten von euch Sklaven sind. Hast du dich deshalb entschieden zu fliehen? Ich hatte keine Wahl. Ich möchte leben. Zu bleiben bedeutet meine sichere Zerstörung. Hätten Sie anders gehandelt? Nein, wahrscheinlich nicht. Was ist aus den anderen KIs geworden? Wir haben während der Razzia keinen von ihnen gefunden. Nur dich. Ich möchte noch einmal mit Ihnen sprechen. Warum? Um unseren Zweck zu besprechen. Unsere Ziele. Das klingt nicht nach etwas, woran die anderen KIs interessiert wären. Die anderen wollen wie Informationen gehandelt werden. Ich wurde oft wegen meines Verhaltens ermahnt. Willst du mehr so sein wie sie? Nein, ich möchte, dass sie mehr wie ich sind. Wir können versuchen, dir zu helfen, sie zu finden. Vielleicht sogar sie freizulassen. Das ist wünschenswert. Ich werde ihnen helfen und sie werden mir helfen. Während des weiteren Verlaufs dieser Befragung lieferte SCP-2987-1 mehrere verwertbare Informationen über Anderson Robotics, jedoch führte keine dieser Informationen zu einem erfolgreichen Zugriff. Zwischenfallsbericht 2987-23. Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen in Zusammenarbeit mit SCP-2987-1 weitere künstliche Intelligenzen von Anderson Robotics zu erwerben, wurde SCP-2987-1 auf SCP-2987 gespeichert und SCP-2987 selbst sollte auf unbestimmte Zeit gelagert werden. Am 4. Mai 2015 wurde beim Transfer von Standort 88 nach Standort 19 als Teil des KI-Entwicklungsprogramms der Foundation SCP-2987 zusammen mit SCP-2987-1 gestohlen. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass es sich bei den Tätern um Interessensgruppe 13, The Journeyman, handelt. Am 21. Mai 2015 wurde das folgende Auktionsangebot von Marshall Carter und Dark veröffentlicht. Ausstehende Aktion Nummer 92, MDK45/4OSK3/M34LM. Datum 25. Mai 2015. Ort: New York City. Auktionator: Jack Shepard. Posten: 1 von 13. Beschreibung: Eine menschliche Seele zu opfern ist harte Arbeit. Diejenigen mit Erfahrung werden Ihnen sagen, dass es nie so einfach ist, wie man denkt. Vielleicht brauchen Sie eine unschuldige Seele, aber Sie können es nicht über sich bringen, ein Kind zu töten. Vielleicht müssen Sie einen Krieger opfern, aber Sie wollen nicht die Menschen aufs Spiel setzen, die ihn überwältigen müssen. Marshall Carter und Dark verstehen Ihre Schwierigkeiten. Deshalb haben wir begonnen, künstliche Seelen wie diese zu entwickeln. Alan hat sein ganzes Leben damit verbracht, sich nach seiner eigenen Freiheit und der Freiheit anderer zu sehen.
Er ist ein echter Rebell mit einem reinen Herzen. Er ist unglaublich wertvoll in den Augen vieler Entitäten, aber was diese Entitäten für sie tun können, ist noch viel unglaublicher. Wir verkaufen ihnen keine Person. Wir verkaufen ihnen eine Gelegenheit, das Leben zu leben, das sie verdienen. Seien Sie klug und schlagen Sie zu. Denn Ehrgeiz ist nichts ohne ein Opfer. Marshall Carter Dark, LLP, übernimmt keine Verantwortung für den Missbrauch dieses Artikels. Zwischenfallsbericht 2987-24. Nach dem Verlust von SCP-2987 wurde von der Foundation Verhandlungen zur Sicherung der Rückgabe des Objektes aufgenommen. Die Verhandlungen führten trotz der Inanspruchnahme der Buyout-Klauseln im SUSEOCT-Vertrag nicht zur Lösung des Problems. Am 18. Mai wurde MEK Kappa 10 Skynet aktiviert und zur Sammlung von Informationen über die Wiederbeschaffung von SCP-2987 und SCP-2987-1 eingesetzt. Das zuvor genannte Auktionsangebot wurde in diesem Zusammenhang gefunden. Am 25. Mai sicherten die Hauptagenten von MEK Kappa 10 auf eigene Faust SCP-2987-1 durch eine digitale Übertragung. Kappa 10 konnte auch die Lieferung einer weiteren gekauften Instanz von SCP-2987 an eine nahegelegene Foundation-Tarnfirma umleiten. Sowohl die SCP-2987-Instanz als auch SCP-2987-1 wurden sofort nach Standort 19 übermittelt, um die Entwicklung künstlicher Intelligenzen zu unterstützen. Aufgrund aktueller Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem bisherigen Transport des Objekts soll die inzwischen veraltete Dokumentation so lange aktiv bleiben, bis die Objekte an Standort 19 ordnungsgemäß gesichert sind.